Moinsen und herzlich willkommen zum Neumeier Podcast. Ich bin die Christine und stehe hier vor dem alten Volksbad in der Neckarstadt West. Gebadet wird hier schon lange nicht mehr, aber dafür bald kulturell und kreativ gewirtschaftet. Und wir werden noch vor der Eröffnung mal kurz hinter die Kulissen schauen. Ich sitze hier mit Frau Römmisch und Herr Ruderich. Die beiden werden die Hausleitung des alten Volksbad übernehmen. Was ist denn das Ziel dieser ganzen Idee? Also was haben Sie denn vor hier? Also das Ziel war, ein Gravitationsfeld zu schaffen oder so einen Kristallisationskern für die ganzen von uns wahrgenommenen Kreativen, die hier in der Neckarstadt West, aber auch in angrenzenden Quadraten und Vilsbach in ihren Home Offices sitzen und denen sozusagen Next Level einen Professionalisierungsschritt zu bieten. Es ist natürlich auch wichtig, dass man für den Stadtteil was bewirken will. Also so ein bisschen als Leuchtturmprojekt, wenn sich Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft ansiedeln, das hat man ja auch im Jungbusch erlebt, durch die Ansiedlung vom Musikpark und Popakademie, dass sich im Stadtteil was bewegt, dass auch Leute von außerhalb diesen Stadtteil anders wahrnehmen und dass er noch anders ausstrahlt. Wie soll denn das hier alles genutzt werden? Ja, man sieht ja, bei dem Gebäude ist ja ursprünglich mal ein Mittel- und Säuglingsheim gewesen. Interessanter Bau aus den 20er Jahren, letztes Jahrhundert. Man sieht breite Gänge und die Gänge werden eben bei diesem Konzept mit einbezogen in die Nutzung. Die Büros sind relativ klein, aber die dazu nutzbare Struktur ist relativ elastisch und großzügig. Es sind drei Büros, die hier angesiedelt sind, das als gemeinsamen Salon oder Vorraum mitnutzen, aber eben auch ein Besprechungszimmer, das schon in den Nebenkosten mit einkalkuliert ist, also keine Extrakosten entstehen. Wie gesagt, die Struktur zum Großteil ist mit in den Nebenkosten drin. Kleine Büros, große Möglichkeiten. Wenn ich mich jetzt bewerben möchte, um hier einen Raum zu haben, wie gehen Sie denn da vor? Wir gucken, gehören Sie zur Kultur- und Kreativwirtschaft oder nicht? Und wenn Sie dazugehören, gucken wir, können Sie die Miete bezahlen? Und dann machen wir einen Vertrag. Man guckt halt, dass die Mischung stimmt und dass nicht große Mieter ganze Etagen mieten und dadurch auch die Strahlkraft in den Stadtteil hinein geschmälert wird. Weil es soll ja ein Haus für die hier ansässigen Kreativen sein, dass die hier ein professionelles Umfeld finden. Offizielle Eröffnung wird im Mai sein, aber vorher gibt es noch inoffiziell eine kleine Feier hier mit den ganzen Mietern und sonstigen Interessenten. Wann wird die stattfinden? Inoffiziell auch für interessierte Mieter ist der 27. März angedacht. Wir wollen einfach die Möglichkeit sagen, wir sind jetzt da, es ist offen, kommt hier rein, schaut euch die Räume an und wir hoffen, dass wir noch ein paar Mieter, es sind schon viele Räume vergeben, aber dass noch ein paar andere Mieter, einfach vielleicht auch Sie, sagen, jawohl, das ist ein zukünftiger Ort, wo ich als Unternehmer mich gründen möchte. Okay, dann bleibt's abzuwarten, was denn da alles reinkommt in das alte Volksbad und wir wünschen viel Erfolg damit und freuen uns. Thank you.